Hallo, wir befinden uns in Berlin, im Herzen von Berlin sozusagen, genauer im Charité. Ich begrüße ganz herzlich Professor Fleming und Professor Lexi, denen ich jetzt das Wort übergebe zu dem nächsten funktionellen Anatomiekurs hier im Charité in Berlin. Ja, wir haben jetzt wieder einen sehr schönen Kurs gehabt, diesen Jahr mit sehr freundlichen Leuten. Und ich glaube, das war ein interessanter klinischer anatomischer Kurs. Und wir sehen vor, dass wir nächstes Jahr im Mai, 5. bis 8. Mai, wieder hier einen Kurs im Zentrum von Berlin haben. Wir sind auch wirklich froh darüber, dass die Resonanz unserer Veranstaltung so erfolgreich ist, dass wir seit über 20 Jahren diese Kurse geben und hoffentlich auch geben werden. Und es ist uns eine Ehre, zum einen das Wissen weitergeben zu dürfen. Und bei der Bewertung der Kurse haben wir auch immer wieder Hinweise dafür bekommen und erlebt in der Vergangenheit, dass es weitergehen muss. Die Kollegen, die aus der Praxis kommen, die hier am Wochenende die Zeit mit uns verbringen, sehen die Notwendigkeit, dass man über diese Themen spricht und dass man es auf einem wissenschaftlichen Level weiter fortsetzt, damit eben die unmittelbare Arbeit am Patienten besser ist und dass wir wirklich in den akademischen Weg gehen und einschlagen. Und wir sind wirklich froh, dass wir in diesem Rahmen den Kurs erfolgreich durchgeführt haben. Und wir laden Sie natürlich herzlich ein, in 2016 vom 5. bis zum 8. Mai für den 28. Anatomiekurs. Und wir uns freuen, Sie hier im Herzen Berlin begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bis hoffentlich zum nächsten Jahr.